Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein gutes Full Face einer neuen günstigen Marke, die ich finde bis jetzt noch gar keine Aufmerksamkeit hier in Deutschland bekommen hat. Und es geht heute um LA Girl. Vielleicht sagt sie euch ja schon was, vielleicht aber auch nicht. Ich habe die Produkte von Pirsch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und die haben mir fast ein Full Face geschickt, ne? Bin ich gespannt. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir ist ein bisschen Stress abgefallen. Das ist das erste Video nach dem Launch, also auch jetzt nochmal wirklich vielen Dank für die ganze Liebe. Und ich bin ganz froh, euch zu haben. Ich möchte jetzt mit euch anfangen. Es ist total aufregend, denn ich kenne LA Girl schon, aber ich hatte nur Color Corrector. Und falls ihr mir schon ganz lange folgt, wisst ihr, dass ich immer diesen orangenen Corrector hatte. Habe ich den noch? Also das sind diese hier und den habe ich jetzt hier einmal in der Farbe Cool Pink. Ich habe den in Orange, ich habe den in allen Farben gehabt damals. Und die haben aber ein komplettes Full-Face-Make-up. Und das möchte ich heute mit euch ausprobieren. Und ich glaube, wir fangen auch gleich an. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir haben einfach die 70.000 Abonnenten schon geschafft. Vielleicht schaffen wir die 100.000 dieses Jahr noch. Freunde! Die Produkte sind alle einmal unten für euch in der Infobox verlinkt. Ich habe auch einen Code für LA Girl. Steht einmal unten in der Infobox. Ich kriege nichts über den Code. Ich habe zwei Sprays bekommen. Einmal ein Shimmer Spray, Finishing Spray for Face and Body und ein Fix and Set Make-up for Extended Wear Spray. Wir probieren, glaube ich, erstmal das hier. Sehr schöner Sprühnebel. Es riecht ganz, ganz zart. Also es ist nicht so over the top parfümiert, sehr, sehr schöner Sprühnebel und fühlt sich sehr frisch an. Ich sehe fix und fertig aus, oder Freunde? Ich bin fix und fertig. Vielleicht habt ihr es auf Instagram mitbekommen. Wir hatten einen kleinen Todesfall in der Familie und ich hoffe, dass mich das Make-up so ein bisschen einfach ablenken kann. Freunde, Make-up hilft ja immer so ein bisschen Make-up-Therapy und so und deswegen machen wir jetzt hier mit dem Primer weiter. Das ist der LA Girl Pro Prep HD High Definition Smoothing Face Primer. Der soll die Haut weich zeichnen und feine Linien und Poren so ein bisschen ausblören. Und der hat Vitamin E mit drin. Was ich ganz spannend bei LA Girl finde, das ist halt preislich extrem günstig. Also die Foundation kostet, glaube ich, 10 Euro. Ich schreibe euch die Preise auch immer mit hin jetzt. Und der Primer ist auch günstig. Das ist so ein klassischer. Okay, das ist ein Silikonprimer. Ach krass, habt ihr das gesehen? Der hat ja wirklich richtig geblurrt. Also das ist dieser Silikonprimer so ein bisschen. Finde ich immer ganz schön, wenn man wirklich vergrößerte Poren hat. Und ich weiß nicht, Real Talk, Freunde, wie ist es bei euch im Moment? Ich habe das Gefühl, seitdem es so extrem warm ist, es sitzt nichts im Gesicht bei mir. Das ist ganz, ganz krass. Deswegen bin ich echt gespannt, ob so ein Pore-Blurring-Primer so ein bisschen hilft. Weil ich habe das Gefühl, bei den Temperaturen sind die Poren so ein bisschen vergrößert. Und das sieht dann einfach alles nicht so schön aus. Aber wir schauen mal. Ich habe zwei Foundations, Freunde. Wow. Ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen, farblich ist das nix. Ich habe hier einmal die Pro Coverage Foundation, HD Longwear Illuminating Foundation. Und das Ganze gibt es auch nochmal in matt. Ich nehme mal die hellere Soft Honey. Und ich glaube, dass die zu dunkel ist. Ist ja auch mal was, ne? Also sehen wir ja sonst nicht so oft hier. Eine Medium to Full Coverage Foundation soll smooth, long-wearing und flawless looking sein. That's what I need. Kommt in so einem Pumpspender. Packaging ist jetzt auch nicht, wo ich denke so, okay, Givenchy, sondern das ist halt so ein bisschen Penny. Ein bisschen günstiger, aber vielleicht sieht die Foundation ja schön aus. Okay, sieht aber, okay, wartet mal. Ach, das ist ja irre. Die sieht in der Verpackung viel, viel dunkler aus als hier. Ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Beauty-Schwamm in Zusammenarbeit mit Luvia. Leider nicht mehr ganz so viele bei Rossmann, aber der ist perfekt, um Foundation einfach direkt so aufzutragen. Ihr könnt mit dem Pinsel vorarbeiten. Ich gehe einfach so mit rein. Und wir machen erstmal die halbe Seite. Und okay, Oompa Loompa ist shaking. Aber wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das immer hin. Vielleicht auch nicht. Never judge the process. Ich mache erstmal wie immer eine halbe Seite und ich liebe das Finish gerade. Vielleicht hilft es ja, wenn ich mein Ohr so ein bisschen mit anpasse. Und hier so ganz leicht am Hals. Ich komme mal ein Stückchen näher zu euch, Freunde. Also, ich brauche einen Spiegel. Wo ist ein Spiegel? Ich habe keinen Spiegel. Hier ist ein Spiegel. Also, ich muss sagen, abgesehen von der Farbe, sieht die Foundation fantastisch auf meiner Haut aus. Nicht ansatzweise so aus,
als hätte ich Foundation im Gesicht. Ihr kennt ja dieses, wenn ihr Foundation drauf habt, dass man dann so sieht, dass da was drauf ist. Aber, also, ja, wir sehen es jetzt, weil ich einfach aussehe wie ein Umpa Loompa. Aber das ist fantastisch. Der Schwamm macht natürlich das Hautbild auch gleich noch so ein bisschen weicher, weil die Porung einfach so gemacht ist, dass sie so einer perfekt geairbrushten Haut imitiert oder nachempfunden ist. Und jetzt kann ich ihn auch endlich zeigen. Das war so krass, ne? Weil einfach ich den Schwamm, oder nicht nur diesen, sondern ich meine hier, das ist noch das Muster. Schaut euch das mal an. Vielleicht könnt ihr das sehen. Da stand noch was anderes drauf. Da steht noch Meets Maxim Giacomo und nicht das mit dem X und so. Also ich habe den schon ewig. Konnte das ja nie euch wirklich sagen. Okay, also Foundation. Ich finde, die Deckkraft ist mehr als eine Medium-Deckkraft. Stell die Kamera gleich mal ein bisschen dunkler, dass ihr so ein bisschen das Hautbild sehen könnt. Gehe jetzt nochmal hier so ein bisschen lang unter meinen Augen und baue mir das Ganze auf. Und das lässt sich auch wirklich sehr gut lernen. Also es verschiebt sich nicht. Die ist jetzt nicht parfümiert. Sie riecht so ein bisschen nach Foundation, aber nicht so unangenehm. So, ich habe euch mal ein kleines Stückchen dunkler gestellt. Jetzt sieht die Farbe natürlich noch unpassender aus als sonst. Aber passt zu meinen Händen. Fantastisches Finish. Wow. Die ist ganz leicht luminous. Sieht wirklich aus, als hättet ihr sehr viel Wasser, sehr viel Gurkensaft. Ich trinke im Moment extrem viel Gurkensaft, Freunde. Also, kleine Side-Notiz. Yes. Foundation. Yes. Jetzt bin ich sehr hyped, tatsächlich. Denn es gibt zwei Concealer und ich habe ja diese Color Corrector schon und Pure hat, glaube ich, einfach alle Farben. Es gibt einmal einen sehr, sehr hellen Concealer. Das ist jetzt Cool Pink. Also wenn ihr wirklich, ihr sagt es immer so süß, Hautfarbe Alpina Weiß seid, selbst dafür gibt es Concealer. Ich habe jetzt Concealer aber passend zu den Foundations ausgesucht. Könnte vielleicht endlich mal passen. Was ich nicht ganz so gerne mag, sind diese Fläschchen hier. Aber da kommt immer recht gut Produkt schon raus. Also ich musste nur ganz leicht drücken. Das trage ich mir hier mal auf. Okay. She's full coverage, I guess. Und man kann es tatsächlich in diesen Dingern mehr oder weniger gut dosieren, ne? Also, ihr könnt halt einfach drücken. Freunde, haben wir hier eine neue Favorite-Marke rausgebracht. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst schon, es sieht gut am Ende aus? Hoffentlich mache ich keine Fehler, ne? Also, es kann sich ganz schnell ändern, Freunde. Wir kennen das Spiel, wenn ich so ein First-Impression-Video mache. Ich blende das Ganze hier mal aus mit der Spitze von meinem Schwamm. Und das hier, seht ihr das? Ich musste das immer verstecken die ganze Zeit. Ich sehe schon in den Kommentaren, dass. Oh, ich habe Foundation auf der Kontaktlinse. Ich sehe schon in den Kommentaren die Kommentare. Endlich hat er es geschafft, eine Foundation und einen Concealer in seiner Farbe zu finden. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, dass es wird ein guter Make-up-Tag? Da, und was kostet der Concealer? 5 Euro. Okay. Wow. Wow. Jetzt bin ich so ein bisschen, ne, gespannt, denn erinnert ihr euch? Da habe ich ein Video mal mit Luisa gedreht. Da waren wir bei DM und eine DM-Mitarbeiterin hat unser Make-up ausgesucht. Und da hat mir jemand ein Puder von NYX empfohlen. Dieses HD Loose Setting Powder. Und ich sah aus danach, als hätte ich, weiß ich nicht, mein Gesicht einmal in Magnesium. Also die am Rektor, die Leichtathleten und die Athleten. Dieses Magnesium, was man sich an die Hände macht, so sah ich im Gesicht aus. Und das gibt hier ein Puder. Das ist das Pro Powder. Hat hier so eine Puderquaste mit drin. Ich mache einmal hier den. Wie heißt das? Siphon? Gib mir davon. Okay, da kam sehr viel raus. Ich wollte sagen, gib mir das ins Deckelchen. Und ich mache den Fehler nicht nochmal mit dem Bacon direkt. Deswegen nehme ich jetzt hier einen losen, fluffigen Pinsel. Das ist extrem fein, das Puder. Schaut euch das mal an, wie das. Gehe jetzt einfach nur hier unten lang und sette damit. Mein Concealer, das ist ja. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das sieht aus wie nass, das Puder. Also, es hat extrem gesettet. So einen leichten Whitecast sehe ich jetzt in der Kamera. Liegt aber an der Kamera und an dem Licht. Und es geht halt extrem schnell. Aber so, ja, Das sind diese HD-Puder. Die sehen in der Kamera. Und das verstehe ich nicht. Diese HD-Puder sind ja eigentlich dafür gemacht, dass sie in der Kamera gut aussehen. Ich nehme es nicht weiter, weil sonst ist es versaut. In der Kamera, und ich habe eine wirklich gute Kamera, sieht das immer so ein bisschen komisch aus. Es hätte mein Gesicht einfach normal. Sieht schon ein bisschen besser aus. Also wie gesagt, sorry, diese Puder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr mit so diesen HD-Pudern, also diesen extrem fein gemahlenen Pudern, die das Licht einfach in alle Richtungen streuen, im Alltag fantastisch für mich, der das Make-up aber durch die Kamera zeigt, ist das immer so ein bisschen schwierig.
Okay. Ich möchte eine Sache noch adressieren, Freunde. Jetzt passt das, glaube ich, ganz gut. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass ihr euch Foundation gewünscht habt von mir. Und ich schätze das total, dass ihr mir das zutraut und ich probiere auch das Positive da drin zu sehen. Aber eine Foundation rauszubringen für einen YouTuber oder für eine einzelne Person, das ist fast utopisch, weil stellt euch bitte vor, ich wäre mit einer Foundation rausgekommen. Vielleicht zwei. Wie viel Hate und Kritik hätte ich bekommen müssen dafür, dass ich nicht Shade Range inclusive gewesen wäre? Und wie kann ich denn, also erstmal könnte ich es mit mir selber gar nicht vereinbaren, ein oder zwei Foundation-Farben rauszubringen. Und das Mindeste, was man haben muss heute, 40, 50. Das ist nicht so einfach. Und deswegen, vielleicht in ferner Zukunft, wenn ich meine eigene Brand habe oder so. Und wie gesagt, und das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Also die Produkte sind ja alle schon fertig. Kommt ja jetzt auch alles. Mit irgendwas muss ich anfangen. Und der Schwamm ist einfach das, wo ich weiß, okay, das kann jeder jetzt schon benutzen. Alles andere passt zu den Jahreszeiten, Freunde. Und der sollte ja auch eigentlich im Februar rauskommen. Deswegen, ne? Okay, Base sieht gut aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr frisch aus. Ich sehe wirklich aus, als wäre ich so ein bisschen im Urlaub gewesen. Tragen wir noch ein bisschen Blush auf. Ich glaube, ne? Dann nehme ich den von Nabla, weil den gibt es nämlich auch bei Purish. Den liebe ich total. Also ihr seht schon, der ist richtig durchgerockt. Der hat so einen ganz leichten Shine mit drin. Cute. Ich habe eine Augenbrauenpomade bekommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Augenbrauenpomade benutzt habe. Das ist einfach so eine ganz klassische Pomade. Ich habe die jetzt in der Farbe Blond. Ist ein bisschen heller als sonst. Geh jetzt hier einfach mal mit einem Spoolie durch. Und dann nehme ich hier einfach so ein bisschen Farbe auf. Streife das erstmal so ein bisschen auf meinem Handrücken aus, weil ich weiß immer nicht, wie pigmentiert das ist. Und dann gehe ich einfach hier so ein bisschen rüber und lade den Pinsel so ein bisschen auf, dass ich nicht zu viel Produkt an einer Stelle habe. Und dann. Oh, die Farbe ist aber schön. Die ist nun extrem kühl. Weil ich habe das Gefühl, mein Benefit Precisely My Brow, der ist jetzt auch leer. Der ist immer sehr warm gewesen auf Fotos. Ich finde, im Video und im Alltag ging es immer. Auf Fotos war der halt recht warm. Das ist extrem kühl. Also, die hat nicht so eine extrem krasse Deckkraft, wo ihr denkt so, okay, Block Brows, so Anastasia Brows sind heutzutage ja eh nicht mehr so das, was man heute trägt, vermute ich. Ich würde jetzt so rausgehen. Cute. Jetzt kommen wir aber zu einem Produkt, Freunde, wo ich sehr gespannt drauf bin, denn she's here. Die LA Girl Pro Artistry Eyeshadow Palette. Mit 4x4 sind 16 Farben. Steht ja auch drauf. Und die sieht von innen einmal so aus. Also eine sehr, sehr schöne, zarte Palette. Sehr Standard auf den ersten Blick, aber wir haben extreme. Hier so, das ist so ein. Die ist so ein bisschen fluoreszierend. Der Spiegel ist extrem groß. Also da passt nicht nur mein Kopf drauf. Und jetzt sehe ich das Ganze auch von nahem. Das sieht, also das Puder hat es in der Kamera jetzt so ein bisschen kaputt gemacht. Aber das sieht so künstlich aus, mein Gesicht. Gerade positiv künstlich. So weich gezeichnet. Ich sehe keine Pore. Natürlich hat der Primer, glaube ich, auch so ein bisschen was mitgemacht. Aber that's amazing. Okay, Freunde, wir fangen an mit einem nudefarbenen Ton. Ich lade den Pinsel gut auf, klopfe ab und platziere mir das einfach erstmal so ein bisschen grob in die Crease. Hat ein bisschen Kickback, die Palette. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. So ein sehr kühle Transition Shade. Finde ich auch mal ganz spannend. Das ist nämlich, ja krass, die ist echt ein bisschen kühler, die Palette. Also es sieht in der Kamera wärmer aus. Das ist aber schon ganz schön kühl. Das trage ich mir erstmal hier ganz grob überall auf. Ja, sehr soft. Ich mag. Es klingt immer so ein bisschen doof, aber wisst ihr, ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dieses ganze extrem übertrieben pigmentierte, das kann doch kaum jemand benutzen. Ich möchte doch eine Palette haben, wo ich mir keine Sorgen machen muss, wo ich einfach reingehen kann und weiß, hey, cool, sieht gut aus, keine Sorgen, amazing, go. Ich nehme denselben Pinsel und gehe jetzt hier in dieses kühlere Braun rein und setze mir das hier außen hin und blende das hier einmal hoch und habe jetzt erstmal so einen leichten Schatten in meinen Make-up reingebracht. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein bisschen definiert. Sind auch sehr schön, die Farben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man damit so ein bisschen die Nase konturieren. Okay. Komm, Freunde, wir probieren heute mal was anderes. Ich habe
so ein bisschen die Nase voll von diesen Standard-Looks. Transition, dunkler, 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 Cut-Crease, Shimmer, fertig. Ich nehme jetzt hier so einen kleinen Pinsel und gehe in das schimmernde Grün hier. Ich lade den Pinsel richtig auf und setze mir das wieder hier vorne einfach in mein Inner Corner und ziehe mir damit so eine Cut-Crease. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. So, jetzt seht ihr einmal das Hautbild, wie ebenmäßig das ist. Also das ist ja crazy. Und jetzt seht ihr auch so ein bisschen diesen Look, den ich extrem feiere. Ich habe den bei Hattie gesehen und seitdem ist das hier wirklich Favorite. Ich nehme erstmal die helle Farbe hier, dieses Grün, und gehe hier einfach wirklich nur an dieser Crease lang. Das sieht immer so verrückt aus, aber eigentlich ist es total alltagstauglich, weil ihr nicht so bunt angemalt seid, sondern einfach nur mit so ein bisschen Farbe gespielt habt. Und dann gehe ich in das dunklere Grün und definiere die Kontur hier. Ich nehme jetzt hier so einen Eyeliner-Brush, gehe auch in das grüne Schimmer rein, lade den richtig auf, klopf ab und ziehe einfach einen Liner. Finde ich total spannend, mal was ganz anderes. Ich gehe jetzt doch nochmal mit einem Pinsel hier in dieses Gold und gebe mir das hier auf mein bewegliches Lid. Ich weiß nicht, ob ich es fühle, ich glaube schon. Yes, amazing, schlicht, soft, nice. Wir probieren gleich die Mascara aus und das ist die Volumatic Mascara. Instantly Volumizes and Lengthens Lashes. 10 Milliliter sind drin. Die ist wasserfest und das ist so ein richtiger Klopper hier. Also ich zeige euch mal das Bürstchen. Das ist ein dickes Bürstchen. Ein dickes Ding. Okay, she's black, she's thick. Jetzt vielleicht noch ein paar Lashes drauf, aber das mache ich jetzt nicht. Und so auf die Entfernung seht ihr jetzt auch einmal, wie alltagstauglich der Look ist. Also man sieht, ey, ihr habt so ein bisschen mit Farbe gespielt, ein klasse, softer Look für den Alltag, aber trotzdem spannend. Nicht so langweilig, so ein bisschen Eyeliner, sondern ihr habt eine Schimmerfarbe auf eurem Lid, ihr habt eure Crease definiert, das liftet gleich nochmal so ein bisschen euren Kopf. Und euer Kopf liftet es, euer Gesicht liftet das. Mega. Ich habe noch ein paar Lippenstifte so bekommen. Und Liner, die sind sehr, sehr pink und ich glaube, das wird jetzt zu viel für diesen zarten, erwachsenen, soften Look. Die Lippenstiftverpackungen sehen aber richtig schön aus. Also sie sind extrem groß und auch extrem schwer. Und hier ist so eine kleine Lippe mit drauf und ist schon richtig intensives Rot. Okay, gerade ist die Kamera ausgegangen. Ich habe einmal Lippenstift aufgetragen und es ist die Farbe Silky. Und Freunde, oh, also erstmal perfekte Farbe, super creamy, sehr, sehr glossy so ein bisschen. Ich will aber den Hintergrund mal ein bisschen ändern, weil ich liebe diesen Look gerade. Ich finde, so passt es besser. Yes! Freunde, wow! Spray. Komm, wir nehmen jetzt nochmal hier das Schimmerspray. Was sagt ihr? Also, wenn die Foundation gepasst hätte, Freunde, ist das fantastisches Hautbild. Die Haut sieht extrem geairbrushed aus. Das Puder war ein Flop, aber das ist immer bei diesen HD-Pudern so. Lidschattenpalette finde ich mal ganz spannend. Ist sehr, sehr alltagstauglich, aber nicht so dieses klassische Warmtone. Auch der Lippenstift, sehr, sehr schön. Ich liebe die Base-Produkte. Also go auf jeden Fall Foundation, Concealer und Primer. Es gibt alle Farben, also wirklich von sehr, sehr hell ist sehr, sehr dunkel, auch einmal bei Purish, soweit ich weiß. Da würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil das sieht sehr, sehr natürlich aus trotzdem. Also natürlich Full Coverage und wenn man sich den Lidschatten jetzt wegdenken würde, snatched. Ich bin richtig begeistert. Ich bin gespannt, was ihr zu LA Girl sagt. Ihr könnt mir gerne mal ein Feedback in die Kommentare schreiben, ob ihr LA Girl schon kennt. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.